Ja, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Episode für 100 Videos. Ja, richtig, 100, hier steht 99. Denn das Video, was ihr gerade anschaut, ist das 100. Und dafür möchte ich euch recht herzlich danken. Es ist ungefähr, naja, ein, Und zwei da sind Monate wir. her, dass ich mit Let's Playen angefangen habe. Und es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, dass es jetzt mittlerweile relativ gut läuft. Ihr seht, fast 250 Abonnenten, finde ich richtig cool. Um bald 100.000 Views gibt das nächste Special, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was. Kanalaufrufe, es geht wirklich vorwärts. Ein Großteil davon habe ich wirklich Stronghold 3 zu verdienen, zu verdanken. Und wirklich danke an alle Fans davon. Davor hatte ich zwar auch schon ein paar von Knights and Merchants und ein bisschen Minecraft und so weiter, aber es war nicht so das Richtige und ich glaube, das war auch nicht so richtig mein Stil. Und selbst Stronghold 3 hatte ich starke Probleme, irgendwas zu sagen, weil ich einfach mich so die ganze Zeit aufs Ausbauen konzentrieren musste. Und daher, ich denke, mit Skyrim bin ich auf jeden Fall ein Stückchen auf dem richtigen Weg und dass mir solche Spiele eher liegen. Daher noch ein x-tes Mal vielen, vielen Dank an alle Fans und ich hoffe, es werden mehr und genau, was ich euch zeigen möchte. Auch vielen Dank an alle für die Kommentare und Daumen hoch. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber so ein kleiner Daumen hoch, also ein Klick von euch, ist wirklich eine wahnsinnig starke Motivation für mich. Jetzt nebenbei noch für YouTube hilfreich, dass ich wieder längere Videos hochladen darf. Aber das ist eine Nebensache. Das ist wirklich eine wahnsinnige Motivation. Und ihr seht, ich könnte hier jedes von den Videos kommerziell nutzen, monetarisieren und alles. Mache ich aber nicht. Ganz einfach, dass ihr keine Werbung habt und euch damit nicht quälen müsst und gleich den Content anschauen dürft. Das ist übrigens schon hochgeladen. Nicht wundern. Mache ich nicht. Möchte ich nicht. Nicht mehr. Und daher gebt mir ruhig mal einen Daumen hoch. Es ist wirklich eine Riesenmotivation. Ja, Kanalkommentare. Hier ist auch relativ viel los mittlerweile. Ja, mein alter PC ist explodiert, damit ich einen neuen für Skyrim bekomme. Richtig. Danke dir. Definitiv richtig. Oder Mama von Celine. Möchte gern mal sehen, dass zwei Zauber, also einer pro Hand und zweimal derselbe, gezeigt wird. Klar, mache ich natürlich. Sobald ich das nächste Level abhabe, verspreche ich dir. Dann skill ich das und mach das auch mal. Dann teste ich das aus, auch wenn es nicht als Hochelfe ist. Danke, Mr. Assassine. Es ist toll, dass es dir gefällt und auch danke an alle anderen. Danke an die paar Leute, mit denen ich persönlichen Kontakt habe, die mir auch gestern so ein bisschen, ja, geholfen haben, als ich ziemlich sauer auf Zenimax war. Aber hey, war denn ja recht und es war richtig cool eigentlich, dass sie es gemacht haben. Dadurch bin ich so ein bisschen mehr zu mir gekommen, wie ich spielen will und sollte. Danke an die Grafikerin, die mir dieses coole Hintergrundbild gemacht hat, wo demnächst auch noch Strom, Schnee und so draufkommt, damit es auch ein bisschen an Skyrim angepasst ist. Ein Link zu dieser Grafikerin findet ihr unten im Video. Danke, danke, danke an alle. Und ich würde sagen, ich mache mal das, wofür ich das Video eigentlich gedacht habe. Nämlich euch erklären, wie mache ich die Videos eigentlich. Sozusagen ein Making-of. Dazu nehme ich klar in Skyrim selbst, was ich übrigens weg damit besitze. Habe ich sogar einen Screenshot auf dem Laptop von DVD und so weiter. Hey, das könnte ich euch eigentlich mal schnell zeigen. Computer, Downloads. Dieses da. So, ihr seht, Rand von meinem Laptop, Karte, CD, ne, das ist die CD. Da ist ein CD-Code drauf, den ich mal überblendet habe, und das Handbuch. So, egal, wollte ich nur mal kurz geklärt haben. Jedenfalls nehme ich erstmal mit Fraps auf das Ganze. Ja, Standardeinstellung im Prinzip 30 FPS, nicht 29,97, bla bla bla. Video Capture ist einfach G12 bei meiner Tastatur. Also eine Sondertaste, ist auch egal. Und damit nehme ich halt dann auf. Und dann kommen solche 3 bis 4 GB Filme raus, egal wie kurz sie sind. Und habe ich halt so ein paar, bis ich momentan 15 Minuten habe, oder wie hier, 14 Minuten. Das ist übrigens die 101. Episode, beziehungsweise das 101. Video insgesamt. Episode 17 müsste das sein, glaube ich. Wie auch immer. Dann gehe ich in meinen Sony Vegas HD Platinum 11. Und schieb die Videos einfach so, wie sie sind, da rein. Zack.
Dann sucht er sich das ganze Bildmaterial, die ganzen Tonsachen sucht er sich raus. Dann schaue ich meistens nochmal an gewissen kritischen Stellen, wo nichts zu hören ist, wie da, kurz rein und sehe, dass ich reite Okay. und muss mir grauenhafterweise nochmal meine Stimme anhören. Ich hasse diese Stimme eigentlich, aber egal. Dann klicke ich auf Film erstellen, auf Festplatte speichern. Ich könnte es auch direkt hochladen, möchte ich aber nicht. Dann wähle ich unter den Einstellungen, ich habe jetzt hier nur meine Favoriten eingeblendet, unter Sony AVC MP4 M2TS oder AVC Internet 1280 mal 720 mit 30 Frames die Sekunde. Das ist das 30p. Also sprich das HD, was ihr auch bei YouTube einstellen könnt. Und gebt dem Ganzen noch einen Titel wie Skyrim aus allen Wolken. Denn so heißt dieses Spiel, dieses Video, wenn ihr das nachher seht. Und render es. Dann habe ich ca. 15 bis 20 Minuten Zeit, die nächste Episode aufzunehmen in Skyrim oder sonst was zu machen, zum Beispiel in Minecraft reinzugehen, meine Welten anzuschauen, Terraria mit anderen Leuten schreiben, meine Mails anschauen, ja, Arbeit häuft sich schon wieder. Schauen, wer mich alles abonniert oder was für Kommentare da kommen, wie hier. Riesen-Fail. Also, falls ihr es gesehen habt. War schön anzusehen, wie du geflogen bist. 100 Meter in die Luft. Ja, das war sehr schön. Hat sich nur nicht so toll angefühlt, sage ich jetzt mal. Wie auch immer. Dann könnte ich jetzt nachschauen, indem ich die Aufnahme kurz unterbreche. Genau, das zeige ich euch mal. Wenn ich die Aufnahme jetzt kurz unterbreche, sehe ich, wie viele Minuten ich hier schon aufgenommen habe. Mache ich mal ganz kurz. So, und da bin ich auch schon wieder. Ihr seht, die Pufferdatei ist verschwunden, die hier war. Und wir haben im Prinzip schon 6 Minuten 49 Sekunden aufgenommen, was ganze 12,6 Gigabyte sind. Hier ist die nächste Datei, für die wir gerade aufnehmen, und die dazugehörige Pufferdatei wieder. Also wo Fraps im Prinzip Sachen zwischenspeichert, die dann damit reingeschrieben werden. Gut, jetzt müssten wir hier warten, bis das alles fertig gerendert ist. Oh. Die Minute, die dauert sogar mal ein bisschen länger, weil ich nebenbei nochmal aufnehme. Ich würde sagen, ich melde mich einfach zurück, wenn mir noch was einfällt, was ich sagen könnte. Oder wenn ich hier fertig gerendert habe und euch zeige, wie es weitergeht. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Was für euch jetzt nicht mal eine Sekunde war, waren für mich gut und gerne 10 Minuten oder noch länger. Ich könnte natürlich so eine tollen Übergänge machen, wie das Programm hier auch anbietet und sonstiges. Aber ganz ehrlich, wozu? Das sind ein paar Sekunden Video oder wenn es nur 1 oder 2 Sekunden sind, die euch nichts bringen, dann springe ich doch lieber direkt wieder rein, nicht wahr? So wie gerade. Ihr seht, das Video ist in 30 Sekunden fertig. Es gibt ja auch immer so eine schöne kleine Video-Voransicht, wo es allerdings ziemlich ruckelt, weil es die ganzen Frames mit berechnet nebenbei. Also keine Angst, das Video ruckelt dann nicht so, das sieht immer so aus. Auch wenn es bei euch total flüssig läuft. Sobald das Video dann fertig ist, habe ich das hier bei YouTube und dann, ihr seht, habe ich hier so ein paar Sachen. Einmal, wenn ich es doch verkaufen wollte, der Standardtext, den ich überall reinkopieren kann, damit YouTube das akzeptiert. Dann die Videos eben selbst, wo das Ganze aufgenommen ist. Auch das von dem hier, was wir gerade aufnehmen. Was ich gleich als nächstes rende, ohne dass ihr es seht. Musikuntermalung mit verschiedenen Musiktypen und verschiedene Musik. Und was ich bereits hochgeladen habe, was doch so ein paar Skyrim-Videos sind. Die meisten Videos sind allerdings noch alle bei Uploaden. Und das sind alle die von heute noch. Inklusive was gerade fertig geworden ist. Skyrim aus allen Wolken. Wir sehen, es hat 802 MB. Wenn es fertig ist, schaue ich es mir meistens noch mal ganz kurz an. Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu So, nicht so laut. Klickt dann nur noch mal schnell durch, ob da nicht wieder irgendwelche schwarzen Flecken und sonstiges zwischendrin sind. Ja, ihr kriegt gerade eine Schnellansicht auf das nächste Video. Es ist relativ dunkel, aber es sollte okay sein. So. Geht. Wenn das dann soweit ist, gehe ich normalerweise hier, lade deine Videos hoch. Zieh das Video einfach da rein, mache ich jetzt nicht, denn dann wäre ja das 100. Video. Und das will ich nicht. Rein aus Prinzip, denn wir haben 99 und das soll so bleiben. Jedenfalls, wenn ich es dann hochlade, bekomme ich eine Ansicht wie hier. So ähnlich.
Mit Videoinformationen, also Titel, Beschreibung, Tags, Kategorie. Dann kann ich auswählen, ob öffentlich oder privat oder nicht gelistet. Ist ja jetzt hierfür schon zu spät. Und die Lizenz muss ich auswählen und all das kann ich dann noch gar nicht auswählen. Allerdings kann ich auswählen, ob ich es monetarisieren möchte. Was dann ungefähr so aussieht. So ähnlich. Und dann kommt hier der Standardsatz rein und so weiter. Möchte ich aber nicht. Auch nicht mit dem hier. Gut, jedenfalls kopiere ich mir das dann hier raus. Kopiere es bei der anderen rein. Und würde es dann zum Beispiel nennen 17 und dann aus allen Wolken, was ich nicht abspeichern werde. Beschreibung kommt dann irgendein kleiner Text, der mir zu dem Video einfällt und die Texte bleiben alle gleich. Dann klicke ich da unten auf Änderungen speichern und sobald das Video komplett hochgeladen ist, wird es genau unter diesen Informationen eingefügt. Dann sehe ich hier unten irgendwo mal den Link. Wo ist der Link? Den darf ich hier nicht sehen, okay. Seltsam, aber egal. Und dann steht da unten der Link. Den kopiere ich mir dann einfach rein. Ja. Gehen wir mal hin. So. Also, tun wir mal so, als ob es jetzt hochgeladen wäre. Dann kopiere ich mir den Link hier rein. Mach auf Pause. Und füge es einfach meiner Playlist hinzu. Und das ist im Prinzip alles, was ich tue. So viel Arbeit ist das eigentlich auch nicht. Aber es kommt jetzt eigentlich auch nur allen so vor, als ob es so wenig ist. Man hat schon einiges damit zu tun. Gerade im Spiel das Ganze zusammenzuschneiden und so weiter und so fort. Das ist schon so ein bisschen Arbeit. Aber ich mache es sehr gerne und es macht wirklich viel Spaß. Und ja, ich hoffe, das kleine Special hat euch gefallen. Hätte ich jetzt 30 Minuten oder so Zeit, ein Video zu machen, hätte ich einfach ein kleines Skyrim-Special gemacht. Aber irgendwas kommt bestimmt noch. Irgendwas Tolleres, dabei 100.000 Videos oder so. Was wir voraussichtlich auch noch heute oder morgen erreichen. Was ich euch noch kurz zeigen möchte, ist das da. Das ist das tolle, tolle Banner für meinen Kanal in Vollbild. Ohne ein Kanal da Ding dazwischen und so. Wollte ich euch nur noch kurz zeigen. Damit verabschiede ich mich dann von euch und wie gesagt, ich hoffe, das kleine Special hat euch gefallen und ihr freut euch auf das fertige Video, was ich nach diesem, was wir jetzt gerade hier noch aufnehmen, hochlade. Und habt viel Spaß daran und an allen weiteren Episoden. Und vergesst nicht, ein Daumen hoch tut euch nicht weh und hilft mir. Sei es Motivation oder bei YouTube. Bis dann. Tschüss.